Attention, please. Ladies and gentlemen, welcome to the Pedal Gong Show. Today, useful aids in the musician life. This time by the German company Orion Effects with the Express Battery Changer and other useful accessories. In diesem Sinne, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Pedal Gong Show. Es wird eine recht kurze. Ich wollte euch gerne demnächst mal so kleine Helferlein präsentieren. Ich fange mal an mit Orion-Effekte, wo ich finde, dass da schon nützliche Sachen sind. Also, ihr kennt ja alle Netzstecker und diese üblichen Sets, die dabei sind, wenn man sich so ein Netzgerät fürs Pedalboard kauft, ja. Aber da sind nicht solche bei, ja. Hier zum Beispiel, ich habe mal eins bekommen, wo ich heute noch nicht weiß, wer mir das zugeschickt hat. War ohne Absender. So ein Helferlein. Ja, und zwar ging es darum, ein Vintage-Fasspedal mit Batterieclip, mit Strom zu versorgen, ja, was keinen Netzsteckereingang hatte. Kam dieses hier bei rum. Hat ziemlich schnell einen Wackeligen gekriegt, weil diese etwas simpel gefertigten Plastikdinger, die ruckzuck in den Dutten sind, Wackeligen kriegen, habe ich Jan gebeten, der hat mir dann solche hier gefertigt, ja, auch in verschiedenen Ausführungen, die wesentlich stabiler sind mit diesem Hartplastik halt Batterieclip, ja. Sehr schönes Ding, auch auf der anderen Seite mit verschiedenen Eingängen, schöne Helferlein, ja, für jeden Eingang, so, die waren schon mal da, klasse. Dann habe ich nochmal angeschrieben, habe gesagt, Jan, ich brauche unbedingt noch einen umgekehrt mit Batterieclip. Ja. Und diesen hier. Denn, Leute, es hat sich wieder zugetragen hier, erlebe ich andauernd, Netzgerät, ja, von zum Beispiel, ach egal, 5 Eingänge, ja, und ich habe 6 Pedale, stehe ich doof da, ja. Was mache ich? Keine Ahnung. So, dieses Ding hier. Bombst da rein und schon läuft die Kiste. Wenn man denn eine Batterie dran macht, wo haben wir denn einen? Und normale Batterien braucht man hier gar nicht mal reinmachen, weil es ist ja kein Fass. Ja? Hier reicht ein Akku und schon läuft die Chose. Wunderbar, Leute. Echt Gold wert. Daumen hoch für das erste Gadget. Ja. Denn diese hier finde ich echt, erstens mal sehen ziemlich dämlich aus an der Gitarre. Entschuldigt bitte. Ich finde das sowas von hässlich. Und recht ungenau, habe ich schon so oft gemerkt. Gerade so Downtuning-Geschichten und sowas. Und jetzt hier zum Beispiel. Ja. Bombs, ist der Käse gelutscht, ja. Und dieses Set hier, kurzes Kabel dabei. Bom, 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 ja. Super Idee. Und wie gesagt, Leute, hier, Akku. Firma ist ja egal, aber Akku. Akku, Akku, umweltfreundlich. So, erste Gadget. Zweite Gadget, Leute. Ich weiß nicht, wie viel Plektrums ich in meinem Leben durchgeschreddelt habe, ja. Demonstriere es euch mal. Also, der geneigte Gitarrist, wenn er so abgeht auf der Bühne, ja. Oder auch zu Hause und mal spielen will, schredden will, hier ein neues Pleck, ja. Nagelneu, die Kanten, nix dran. So, dann geht's los, hier, dann schredden wir mal. Und schon ist gut, sehen wir, da, man kann's wegschmeißen, leider Gottes. Ich weiß nicht, wie viel Plex ich so schon durchgejubelt habe. Einmal über die Seiten ziehen. Auf der Bühne ist okay. Ab in eine Menge, die Leute freuen sich, prügeln sich sogar drum. Aber zu Hause, ne, recht kostspielige Sache und so. Oder im Studio, ne, wenn der Lick nicht so ganz passt und so. Deswegen Orion-Effekte, Plektrons in Herzform, ihr Lieben. Nicht nur für Verliebte toll, ja, es gibt sie in verschiedenen Stärken und so weiter. Normalerweise packt Jan neben Pedal eins
von seinem Plektrum dabei. So habe ich die überhaupt entdeckt. Ja, jetzt kommt's. Also. Und dann? Hä, Leute? Hier. Nicht ein. Hä? Ja, Leute. Orion-Effekte, Plex. Shred your plaque by